Willkommen zurück hier in der Sauna oder Dampfbad oder Badehaus oder was auch immer. In der letzten Folge haben wir uns hier schon alles angeschaut und bevor wir jetzt hier mit dem Meister Bade reden, unterhalten wir uns mal mit den Badegästen. Okay, ich kann mich tatsächlich nur mit ihm hier unterhalten, mit Badegäste rechts, mit Badegäste links kann ich mich nicht unterhalten. Large, 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 large. Und man bedenke, Holmes ist hier in voller Montur und ihm wird nicht warm. Und Watson hat sogar noch einen Schal an. Kennt einer der Gentlemen vielleicht einen gewissen Mr. Thomas Pratt? Glaube nicht, dass ich das Vergnügen hatte. Du vielleicht, Dicky? Nein, ich bin ganz sicher. Also Spratt, von dem habe ich gehört. Komische Essmanieren, soweit ich mich erinnere. Aber Pratt? Nein. Ist der ein netter Kerl? Ein echter Nevilleman und so weiter? Blöd, Mann. Vielleicht hat ihm die Hitze das Gehirn geschmolzen. Wahrscheinlich ist er einfach nur dumm. Wenn diese Trottel repräsentativ sind für die neue Generation von Staatsdienern, Watson, dann ist unser Land in Schwierigkeiten. Was ist denn mit Worms los? Was? Der bringt hier einen Klopfer nach dem anderen. Erinnern Sie sich an irgendwas über Mr. Thomas Pratt oder seine Partner? Nein, aber eigentlich sollten wir wohl. Hier war vorhin schon so ein Kerl drin und hat nach ihm gefragt. Aha. Scheint ja sehr beliebt zu sein, Dicky. Wie kommt's denn, dass wir ihn nicht kennen? Unterhält er sich jetzt mit sich selber oder unterhält er sich mit dem anderen Badegast, der komischerweise auch noch die gleiche Stimme hat? Ah, okay. Kann ich dir Fotografie? Kann ich ihm irgendwas zeigen? Na, geh runter. Nö. Ich versuche einfach mal. Genau, die Pistole. Na, geh doch weg. Na, okay. Alles klar, dann unterhalten wir uns mit dem Meister Bade. Latsch, latsch, latsch. Ich glaube, Thomas Pratt war Kunde hier. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Adrian Russell zu Ihren Diensten. Wollten Sie unserem Club hier bei Nevilles beitreten? Ich könnte Ihnen ein interessantes Einführungsangebot machen. Wir würden uns gerne mit Ihnen über Pratt unterhalten. Wozu? Seine Privatsphäre hier zu schützen ist doch mein Job. Mhm. Er war auf jeden Fall hier also. Wer sind die Männer auf den Trockenbänken, Mr. Russell? Keine Ahnung. Sie kennen Ihre eigenen Kunden nicht? Ich kann nur einen Schnüffler von einem zahlenden Kunden unterscheiden. Der war gut. Ihre Anstalt scheint nur schwach besucht zu sein. Welche Einrichtungen stehen hier zur Verfügung? Wir haben einen Trainingsraum, ein Dampfbad, ganz modern, individuelle Dampfkabinen und zwei belebende Kaltwassertauchbecken. Sie könnten es schlechter treffen. Wir würden gerne die Bäder sehen. Bäder sind Bäder. Da hinten laufen einige Mitglieder au naturel herum. Die mögen keine Eindringlinge. Oh, wir können ja auch blank ziehen. Vielleicht sollten wir wirklich beitreten, Russell. Sieht ja nach einer ganz annehmbaren Anstalt aus. Gute Idee. Ein bisschen Farbe für Ihren Froschbauchtang. Die Muskeln trainieren und dabei nette Leute treffen. Alles zu einem sehr bescheidenen Preis. Ich hole den Papierkram. In Ordnung? Natürlich müssten wir erst den Rest der Einrichtungen begutachten. In Ordnung. Aber wie gesagt, lassen Sie die Kunden in Ruhe. Und die Bäder stehen Ihnen im Moment nicht zur Verfügung. Hm, wie nett. Ihr Geschmack bei Tabak beeindruckt mich nicht gerade. Die Kunden beschweren sich nicht. Vielleicht verbirgt der Geruch einen anderen Duft. Vielleicht betreiben Sie ja noch ganz andere Vergnügungen hier. Vergessen Sie's. Was ist nun mit der Mitgliedschaft? Wollen Sie beitreten? Wenn ich mich entschließe, meine Zeit damit totzuschlagen, dass ich mit Dummköpfen rede und schlechten Tabak rauche, während ich mir ein Dutzend ansteckender Hautkrankheiten einfange, dann lasse ich es Sie wissen. Haben Sie jemals daran gedacht, dieses Gebäude auszuräuchern? Könnte die Luft hier drin nur verbessern. Die Mitglieder wissen das traditionelle Bouquet von Düften zu schätzen. Die meisten finden vertraute Gerüche sehr behaglich. Würden Sie mit der Zeit auch? Nicht mal, wenn ich 1000 Jahre alt würde. Okay, dann sind wir wohl hier erstmal durch. Watson, was sagst du zu dem allen hier? Ah, das mit dem Heizkörper, das ist noch, glaube ich, wichtig. Wer sind die Stammkunden in diesem Bad, Watson? Ich habe gehört, die jungen Türken von Whitehall wollen dem Bad eine elegante Aura verleihen, die durch die Ausstattung aber nicht gerechtfertigt wäre. Vielleicht helfen ihnen noch ein paar alte Inder, die einfach nur die Hitze mögen. Nicht gerade ein verwöhntes Publikum, wie? Nicht unbedingt. Nevilles hat einen widerlichen Geschmack, was Tabak anbelangt. Das ist eine Beleidigung der Gäste. Männer in deren Zustand merken wahrscheinlich den Unterschied nicht mehr. Unsinn. Sie sind nur mit den Nerven runter, Watson, nicht tot. Obwohl sie es schon bald sein könnten, bei diesem Zeug, das sie rauchen.
Was fällt Ihnen zu Russell ein, Watson? Ein Schläger mit Anstandspatina. Er kann nicht einerseits die exklusive Privatsphäre anpreisen, die eine Mitgliedschaft mit sich bringt, und gleichzeitig Ihre Fragen zu Pratt beantworten, ohne zu verraten, was er Ihnen verkaufen will. Ich könnte ihn ja mal darüber informieren, dass er aus Pratt keinen Penny mehr rausholen wird. Können Sie sich vorstellen, dass Pratt in so einem Schuppen vor sich hin vegetiert? Ohne Schwierigkeiten. In Anbetracht seines Wohnstils würde ihm das hier völlig zusagen. Vielleicht ein bisschen zahm, aber passend. Ich rate Ihnen dringend, Watson, nichts anzufassen hier. Ich weiß Ihre Besorgnis zu schätzen, Holmes, aber hier ist sie unnötig. Was Bäder anbelangt, ist das hier noch relativ sauber. Was Flüsse anbelangt, ist die Themse sauberer als der Ganges. Aber schwimmen würde ich in keinem von beiden, verstanden? Verstanden. Vielleicht war sauber auch nicht das richtige Wort. Ich möchte die Badestuben besuchen, Watson, mit oder ohne Russells Einwilligung. Darf ich helfen? Er sieht nach einer ziemlich harten Nummer aus. Gewalt ist überflüssig, wenn subtilere Druckmittel genügen. Ich werde meine Nase als Garantiefall zurückgeben, wenn die hygienischen Gegebenheiten in diesem Bad ohne Beanstandung sind. Es sollte nicht allzu lange dauern, meinen Verdacht zu bestätigen. Okay, das bedeutet, ich kann mich jetzt hier in dem Bad irgendwie irgendwo umgucken? Kann ich die Tücher jetzt benutzen, mich nackig machen und woanders hingehen? Nein. Super, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? Nein, nicht... Hä? Wo ist hier der Ausgang? Die sind doch von hier oben gekommen, Herrgott. Ja, geil, das liebe ich ja. Ich rede nochmal mit dem Bademeister. Vielleicht... Ja. Mr. Pratt wurde tot aufgefunden. Seine Privatsphäre braucht ihren Schutz nicht mehr. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Kann ich nicht sagen. Ist jemand aus Pratts Bekanntenkreis hier? Was ist mit Eldridge Whitney? Kann mich nicht erinnern. Ich bin ja auch nicht in der Erinnerungsbranche. Ein kleiner Scherzkeks, was? Wenn Sie nichts dagegen haben, und sogar wenn doch, werde ich jetzt mit den anderen Kunden reden. Würde ich nicht tun. Es sei denn, Sie wollen mit einer Krankenschwester flirten. Unter normalen Umständen, die dies bestimmt nicht sind, würde ich Ihre Wünsche respektieren. Und nur damit wir uns verstehen, Ihre Drohung ist beleidigend, ungesetzlich und, wenn Sie mir gestatten, das zu sagen, lächerlich. Wir werden ja sehen, wer zuletzt lacht, Mr. Quasselmaul. Mr. Quasselmaul. Jetzt zeige ich dir... Jetzt zeige ich dir was. Jetzt zeige ich dir meine Genehmigung. Das nicht. Das auch nicht. Ich zeige dir meine Zeitung. Nein. Blatt Papier, das zeige ich dir auch nicht. Wo ist denn jetzt meine... Das ist die Aufforderung. Okay, die Genehmigung kann ich dir gar nicht zeigen. So eine Scheiße. Okay, ich zeige dir Geld. Nein, auch nicht. Okay, ich dachte... okay. Aber mit den Badegästen habe ich doch schon gesprochen. Ich würde nur gerne wissen, wie ich jetzt hier rauskomme wieder. Super. Was soll das? Ey, Spiel, das ist jetzt echt nicht mehr lustig. Oh, das ist ja sehr geil gemacht. Ey, ich habe jetzt echt einen Schreck gekriegt, dass ich hier nicht mehr rauskomme. So, haben wir denn was? Da ist schon wieder was Neues. Ach nee, das ist... Das war das Verkehrsministerium. Ich raste hier aus. So. Kann er mir vielleicht helfen mit dem roten Band? Nein, noch nicht. Nein. Nein. Toll.
Hier das Regal, bla bla bla. Naja. Okay. Tja, warum konnten wir in der letzten Folge hier auf das Regal klettern? Das ist mir immer noch nicht so ganz ersichtlich. Das war die Badeanstalt Ramsey Diogenes Club Fontan. Oh! Eieieiei. Laboratorium. Da will ich nicht hin. Herrgott, wo war das denn jetzt? Ich glaube, da ist es. Ach, schön, jetzt. Sie zu sehen. Was? Ja. Ich streichel deine Katze. Miau. Der Anton ist übrigens auch gerade bei mir. Er schmust wieder bei mir. Streicheln. Jo. Ah, oh, wie süß. Gleich nochmal. Wo ist der kleine süße Maus? So, mein Freund. Jetzt komm. Nein. Tasche. Nein. Ich habe jetzt echt gedacht, ich könnte mir irgendwas zeigen, aber nichts, gar nichts. Oh, Kingers, nee. Ah, Mann, das macht keinen Spaß so. aber nun gut. Ja, Lortens. Will ich da nochmal hin? Na, ich will erstmal The Very Punt. Ach du liebe Zeit. Eine Hafenkneipe. Und ein ziemlich schunkelige, dreckige dazu. Musiker. Zwei exotische und offenbar... Was? Verzweifelte Musiker kratzen ein paar schwache Melodien. Sie werden nicht viel bekommen für ihre Mühe. Der Geruch der Verzweiflung hängt über dem Raum und weder Musik noch der Gestank billigen Fusels kann ihren tödlichen Gestank übertünchen. Warte, ich hab Mama. Was? Da ist ein Mama-Guy. Der blau-goldene Makon trägt zu der fremdartigen Atmosphäre bei. Der Ruf seiner Rasse, hinterhältig zu sein, passt zu seiner zweisprachigen, harten, blasphemischen Ausdrucksweise. Er flucht pausenlos vor sich hin, wohl da als Imitation von einigen der wenigen respektablen Gäste dieses Etablissements. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Ja, genau. Jo, wieder da. In der Spelunke. Ein paar bunte, wenn auch ältere Plakate aus Musiktheatern sind an die Wand geheftet. Die Sänger Albert Chevalier, Marie Lloyd und Lottie Collins gehören zu den Glücklichen. Hätte man sie gefragt, hätten sie wahrscheinlich gerne auf diese Ehre verzichtet. Allerdings, Raum. Wolken von stechendem Rauch können die Umgebung leider auch nicht verdecken. Ein heruntergekommenes Etablissement kann man sich nur schwer vorstellen. Seine Hauptbeschäftigung scheint der Ausschank von Gin zu sein. Manna für die Ärmsten, für 3 Pence kann der Kunde die Details seiner miserablen Existenz vergessen. Trinker. Die Kunden stammen zum größten Teil aus den Kreisen der Flussmänner, die diesen Stadtteil infiziert haben. Die Teilzeitpiraten, Fährleute, Bergungsspezialisten und Seeleute sind momentan damit beschäftigt, ihr Gehirn in den Ruhestand zu saufen. Oh ja, oh ja, oh ja. Ein Barkeeperchen. Noch mehr Plakate. Ein paar bunte, wenn auch ältere Plakate aus dem... Okay, es sind alles die gleichen. Diese Bar ist wenig mehr als eine vernarbte und mitgenommene Holztheke. Streichhölzer sammelt der Barkeeper in einem Krug. Ein paar Tassen voller Gin stehen bereit für den Nächsten mit dem nötigen Kleingeld und der nötigen Verachtung für seine Gesundheit. Eieiei. Noch mehr Plakate, noch mehr Plakate, noch mehr Dr. Watson. Ah, ein Kunde. Hallo Kunde. Kennen Sie Thomas Pratt oder irgendjemanden, der ihn gekannt hat? Sind Sie ein Bulle? Nein, wir sind Freunde von ihm. Sie sehen aber so aus. Wie Freunde? Wie Bullen. Machen Sie einen Abgang. Verschwinden Sie. Okay, ich muss mich wohl tatsächlich hier umziehen, oder? Da, oh, da ist ein Hinterzimmer. Das sehe ich ja jetzt erst.
Kann ich Ihnen eine Schachtel Streichhölzer abkaufen? Streichhölzer sind gratis, aber nur für meine Kunden im Hinterzimmer. Tabak zu rauchen ist eine widerliche Angewohnheit. Ich verkaufe hier Alkohol. Wenn Sie also nichts trinken wollen, verschwinden Sie. Ich rieche etwas Merkwürdiges. Vielleicht sollte ich einfach mal nach hinten gehen. Und vielleicht sollte ich Ihnen ein neues Ohr bohren. Zutritt nur auf besondere Einladung. Sie sind da nicht erwünscht. Seeleute, Flussschiffer und deren Freunde. Das ist meine Kundschaft. Mhm. Kennen Sie Thomas Pratt? Hallo? Ich rede mit dir? Nicht dem Namen nach. Wer hat Sie geschickt? Niemand. Ich will hier niemanden, den niemand geschickt hat. Verdammt verflucht und elende Kacke. Von Schnüfflern kriege ich Hämorrhoiden. Und das ist verflucht nochmal die Wahrheit. Ich könnte die Behörden mal bitten, ihr Etablissement etwas näher unter die Lupe zu nehmen. Warten Sie damit lieber bis Dienstag. Die Nummer 3 von Scotland Yard ist gerade hier mit seiner Sekretärin. Kommt regelmäßig. Und jetzt verschwinden Sie, bevor Sie sich noch wehtun. Wie nett er doch ist. Okay, also vielleicht müssen wir uns wirklich hier umziehen, um hier irgendwas erreichen zu können. Wie wäre es mit einem Drink, Watson, um das Vertrauen des Barkeepers zu gewinnen? Ihnen ist doch in den letzten Jahren bestimmt aufgefallen, dass ich immer auf Sie gehört habe, all Ihre Vorschläge widerspruchslos akzeptiert habe. Richtig, Watson. Sie sind wie ein Fels in der Brandung. Da hören Sie diesmal bitte auf mich und lassen Sie uns sofort gehen. Ich würde lieber in Kalkutta durch eine Jauchegrube schwimmen, als meine Gesundheit den widerlichen Getränken dieses Etablissements anzuvertrauen. Das heißt also nein, oder? Haben wir diesen Wirt nicht schon mal gesehen? Sieht er nicht aus wie Lasker aus der Bar of Gold? Sie meinen Lasker, den deutschen Schachgroßmeister. Hören Sie mir doch zu, Doktor. Erinnert Sie dieser Kneipenwirt nicht an Lasker aus der Bar of Gold? Dieser hässliche Mensch war eher von Natur aus braun als durch Sonnenbaden. Aber ich schlage vor, ihm genauso aus dem Weg zu gehen. Dieser Typ sieht definitiv gefährlich aus. Stimmt, und wir haben ihn nicht beeindruckt. Ich habe deutlich gehört, wie seine Stimme überhaupt nicht gezittert hat. Na sowas. Vielleicht wissen Sie nach diesem akustischen Erlebnis, wahres musikalisches Talent besser zu würdigen. Ich habe nie direkt Ihr Können kritisiert, Holmes. Nicht? Ich erinnere mich noch gut an Ihre Reaktion auf meine Kreuzerinterpretation. Sie brabbelten irgendetwas darüber, wie sehr Sie doch die Stille im schottischen Hochland zu schätzen wüssten. Vorschläge, Watson? Wir sollten uns zurückziehen, solange wir noch gesunde Knochen und gefüllte Briefkasten haben. Lieber ein andermal versuchen, wie? Genau. Und vorzugsweise auch woanders. Immer ein weiser Ratschlag. Zumindest gehen wir nicht mit ganz leeren Händen, auch wenn es der Barmann abstreitet, war Pratt hier Stammkunde. Ein Anhänger von De Quincey, ohne Zweifel. Der Papagei ist erstaunlich beredsam. Normalerweise sind sie etwas schweigsamer als Graupapageien. Sein Vokabular könnte eine Tomate zum Erröten bringen. Er ist Nachahmer, kein Moralist. In Anbetracht dieser ungesunden Umgebung überrascht es mich überhaupt nicht, dass er gleich in mehreren Sprachen vulgär fluchen kann. Selbst sein einseitiger Wortschatz ist doch lehrreich. Nun gut, dann die üblen heruntergekommenen und deprimierenden Gassen von Limehouse beginnen direkt hinter dieser Tür. Na dann auf. Okay, also Hinterzimmer, umziehen, verkleiden. Kann er mir vielleicht nochmal bei irgendwas helfen? Ich glaube nicht. Okay. Jo. Das habe ich. Das habe ich. Nicht den Halter. Das hatte ich alles schon, das hatte ich alles schon, da hatte ich alles schon. Dum, da, dum, da, dum, dum. Tja, aber eben ist auch immer noch die Frage, wie komme ich da zum Spielen? Ich erzähle Ihnen was mit Mr. Brett. Ach so. Gut, ich sehe so. Warum ist. Tja, mit irgendwas müsste ich nochmal reinkommen können. Vielleicht. Weil man sagte mir, ich soll da eigentlich mit ihm noch Billard spielen können oder da üben oder irgendwie sowas. Na gut.
Dann gehe ich jetzt erstmal der Frage nach, ob wir uns hier tatsächlich umziehen können. Wiggy, 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 hast du was rausgefunden? Nö. Okay. Dann probieren wir das noch aus und dann soll es das auch schon wieder gewesen sein für heute. Latsch, latsch, latsch. Warte mal, Labortisch, Tasche. Da brauche ich nichts, oder? Lass alles mal ausprobieren. Uhrendeckel, den hatte ich doch schon, oder? Noch, dieser Versuch wurde, ach so, ich wollte schon sagen. So, Tagelöhnerkostüm, Morgenmantel. Ja, Anprobe. Ja, Holmes, zieh's doch an. Mit der richtigen Schminke zusammen würde das gut funktionieren. Ja, wo kommt diese Schminke her? Hä? 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 Genau wie das hier mit den Grammophonen und den Wachszylindern. Was hat es damit auf sich? Wo ist die Schminke? Oh Mann! Die normalen, schon recht fadenscheinigen Kleidungsstücke eines Tagelöhners sind auf einem Kleidebügel. Freunde, wo soll das sein? In dem Kleiderschrank hatte ich auch schon geguckt. Dahin ist nichts, mit der Violine fiedelt er nur rum. Super. Oh. Freunde, ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat Watson ja eine Ahnung. Hier steht eigentlich auch Sammlung, auch nirgendwo, was ein bisschen Schminke. Watson? Na, tatsächlich. Aber das mache ich erst in der nächsten Folge. Hier ist Schluss. Macht es gut. Bis dann. NRW 18. Adieu.